Hab mal eine Kleinigkeit vorbereitet heute. Hab mir mal das Ganze grob angeschaut und wir sind hier schon unterhalb der Base. Schon wieder Nacht. Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier vergeht. Fast wie im wahren Leben. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Danke. Das Einzige ist, ich hoffe, ich habe richtig gemessen, aber wir müssten noch genug Luft haben nach oben. Ja, das sieht gut aus. Ansonsten reißen wir jetzt nämlich die Base ein. So. Dann würde ich sagen, try it. Mit dem Bohrer geht es halt einfach einfacher, ne? Ja, wir haben noch genug Luft nach oben. Da haben wir noch Platz. Sehr gut. Gut ausgemessen. Satisfying, absolut satisfying, dieses Ding. Also so schnell kannst du halt einfach nicht abbauen, keine Chance. Warum machen wir das hier? Ist relativ einfach. Wir wollen ja die Items von oben hier irgendwie transportieren und verfrachten. Und dafür geben wir hier unten die Sachen aus. Und machen uns quasi Platz. Und da müssen wir hier dann auf jeden Fall ein bisschen ausbessern. Ja. Wir haben also ein bisschen natürliche Öffnung. Ja, so schnell hast du noch keine Höhle ausgehoben. Nö. Ja, und so ungefähr wird dann der Ausblick sein, wenn wir hier rumlatschen und uns alles angucken. So ungefähr. So eine Art Catwalk, der da oben entlang läuft, dass wir einen Überblick haben über unser ganzes Sammelsurium. Und wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also wir können sogar noch ein paar Blöcke abnehmen. Wir könnten den Bohrer auch noch upgraden, aber gerade für sowas ist es ganz praktisch, wenn du ihn begrenzen kannst. Ja. Weil wenn der automatisch fährt, ja, dann fährt er halt, ne? Klar kannst du auch anhalten und alles, aber ne, es ist mir jetzt ein bisschen zu mäh. Ja, das bisschen da, das machen wir dann schnell mit der Hand. So, jetzt haben wir das Ganze schon mal grob mit dem Bohrer ausgegraben, sauber gemacht, schön groß. Und jetzt heißt's, ja, welche Farbe hätten Sie denn gerne? Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir hier für einen Bodenbelag reinklatschen. Lass mal das Ganze gleich mal auf schön machen, bevor wir dann hier die ganzen Fabrikbänder einziehen. Und dann schauen wir doch mal, wofür wir uns entscheiden. Also das könnte ich mir eher so Richtung ägyptische Pyramide oder so vorstellen. Das nicht. Das ist schon mal nicht in der engeren Wahl. Den beiden in Verbindung mit dem hier noch ein paar Mal ab und zu vorstellen. Also die drei so. Ja. Die Hauptprämisse würde ich sagen wäre der Block. Wobei als Fußboden ist das schon eher fast zu sehr Mauerwerk. So. Jetzt machen wir mal der Deutschen Bahn ein bisschen Konkurrenz. Weil unser Zug, naja, nicht wirklich Zug, doch, naja, irgendwie schon Zug, den wir jetzt hier aufbauen. Es ist kein richtiger Zug, es ist schon eine Art, aber ja, egal. Der wird auf jeden Fall pünktlich da ankommen, wo er ankommen soll. Hallo? Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Das zerstört mir regelmäßig meine Wasserquellen. 256 SU. Strom hat sie. Ah, das war nur ein Bug. Die Kombi mit dem, also wenn der jetzt da so dazwischen mal vorkommt, finde ich das nicht schlecht. Dann ist es ein bisschen abgenutzt. Das ist okay. An sich finde ich die Struktur hier nicht schlecht. Ich sage, das hat sowas
Birkenholzmäßiges irgendwie. Und ich war kein Fan von Birkenholz, aber der Farbton gefällt mir zum Beispiel. So, was haben wir drin? Naja, noch nicht ansatzweise genug, aber egal. So, Chat, wir machen es kurz und knackig. Ich bereite ein bisschen was vor, dass wir hier einfach in Ruhe vorwärts kommen. Und dann werden wir hier den Raum ein bisschen einrichten und dann die ganzen Verkabelungen machen. No? In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Discord vorbeischauen. Da wird vieles angekündigt. Das meiste zumindest. Und ja, ich wünsche euch was. Ich sage gute Nacht. Ciao, ciao.